Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Live in the Woods. Ihr könnt es mir nicht glauben wahrscheinlich, aber gerade als ich die letzte Aufnahme beendet habe, bin ich mit dem Mausrad noch einmal ein Stück nach oben gerollt und zack, ich hab's gefunden. Keilförmige Rampe des Zimmermanns heißt das gute Stück. Da gibt's verschiedene Arten und Varianten, wie es mir scheint. Schräge Innenrampe des Zimmermanns und schräge Außenrampe des Zimmermanns. Ich habe keine Ahnung, was jetzt richtig ist. Keilförmige Rampe. Ich glaube, das kann man mit dem Schießelding herumschießeln. Druckplatten gibt's. Einen Tresor kann man auch bauen. Ist ja cool. Wir haben noch keinen Redstone. Eisenblock haben wir auch keinen. Aber vielleicht passt's ja mal. Dann haben wir unseren eigenen Tresor. Bitte, was will man mehr? Blumentopf. Echt? Ja, cool. Ich will schon immer einen Blumentopf haben. Garagentür gibt's auch. Eine Luke gibt's auch. Du Heilige. Zusammenklappbarer Block. Ah ja, das werde ich brauchen, ne? Da kann man den Block halbieren, glaube ich, ne? Dann kriege ich diesen Rand zusammen, den ich haben möchte. Ah, ja. Ich glaube, Klein Zocki ist jetzt glücklich. Prismarampe. Na gut, wir brauchen... Wir brauchen Block des Zimmermanns. Block des Zimmermanns. Hier haben wir ihn. Das brauchen wir dafür. Aha, wir brauchen ganz viele Stäbchen und einmal einen Holzblock in der Mitte. Okay. Aha, okay, man kann noch... Ah ja, okay. Passt schon. Wir haben hier... Ich muss zurück. Wir müssen kurz mal wieder zurück in unser schönes Baumhaus. Dabei nehmen wir auch gleich die Beere hier mit. Yam, yam. Und auch hier. Yam, yam. Moment, bist du schon fertig? Noch nicht ganz. Du, bist du mal fertig? Na, der wird sein Lebtag nichts mehr. Und du? Die Brokkoli-Pflanze. Brokkoli ist fertig. Yam, halt. Yam, yam, yam. So. Da hinten die Gurke. Jawohl. Gurke ist auch fertig. Super. Und der Salat? Der braucht auch noch ein bisschen. Na Fisch, die Gurke haben wir schon mal oben rein. Und den Brokkoli auch. Da können wir, wenn es passt, wieder vielleicht so ein köstlichen... Na nu, wo ist denn die Gurke hin? Die habe ich nicht aufgehoben. Ist ins Wasser gefallen? Na, da liegt sie. Entschuldigung. So. Also Gurke kommt wieder weg. So. So. Na, komm, hinter. Hä? Ach so, ich hab... Entschuldigung. Ich mache lauter Blödsinn. Entschuldigung. So. Das zu dem. Das haben wir weggepackt. Gut. Was wollte ich jetzt? Ach ja, Holz. Genau. Holz. Da machen wir gleich so. Ich mache gleich wieder so und so. Und würde sagen, so und so. Machen wir auch gleich. So. Das müsste mal fürs Erste passen. So. Da können wir die neuen von hier auch gleich mitverwenden. So, so und so. Und dann machen wir gleich mal, zack, eine schöne Partie. Zack, 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 zack. Ein Steckelein bleibt übrig. Wumm. Immerhin kriegen wir 5 raus. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. So, dann machen wir nochmal. Zack. Und zack. Das kommt mal kurz weg. Und hier machen wir noch. Zack. So, jawohl. Das müsste dann aber schon reichen, glaube ich. Was mache ich da? Stopp. Der gehört hier hin. So. 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 So und so. Zack. Und warte. Nehmen wir den hier. Zack. So. Okay, das... Naja, lassen wir mal. Sammeln wir die wieder ein. So, passt glaube ich schon mal. So, jetzt brauchen wir, genau, noch mehr Stäbchen. So, und die hier müssen wir, boah, hoffentlich mache ich das jetzt richtig. Warte so, genau, warte so. Und hier diese Stecken gehören da so hin, ne? Genau. Ja, ich drücke mal auf alles, was geht.
So, einmal geht's noch oder zweimal. Halt, was soll das? So. Und so. Jawohl, das reicht vielleicht schon mal fürs Erste. Den Rest sammeln wir wieder ein. So. Mit diesen Dreiecksdingens. Jo. Puh, und jetzt muss ich überlegen. Brauchen wir dann dieses Glas wahrscheinlich, ne? Da muss ich noch einmal kurz umschießeln und schauen, dass ich eben, dass ich auch hier vielleicht mit diesen Blöcken dieses hier krieg. Also das hier, das gestreifte. Ansonsten probieren einfach, ne? Warte mal, ich nehme wieder unser Schießelding. Nehme unsere Glasblöcke, ja bitte, in die Mitte, und schau mal, ob es sowas Gestreiftes gibt. Streifenglas, perfekt. Ich nehme einfach mal das hier ganz stur, ne? Und das nehmen wir auch dazu. Streifenglas, so. Vielleicht passt das dann ja. Das wäre mir nämlich sehr, sehr lieb. Ansonsten muss ich wieder mir nach was anderem umschauen. Und weißt was? Gehen wir pennen, oder? Damit es wieder Tag wird. Dann könnt ihr auch besser sehen. Würde ich sagen. So. So. Gute Nacht. Ja. Für heute haben wir genug geschuftet. Jawohl. So. Ein neuer Morgen. Alles schön. Alles toll. Das Bett nehmen wir wieder mit. Blub. So. Okay. Das liebe Dach. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und ich habe hier auch vergessen, noch die Scheiben einzuschlagen. Moment. Wusch. So. Zack. Zack. Und zack. Und zack. So. Ja, genau so soll das ausschauen. Ja, so circa in etwa. Passt. Dann würde ich sagen, soll ich hier draußen oder hier drinnen? Ich nehme hier drinnen einen Weg nach oben. Glaube ich. Kann ich mir jetzt überhaupt sowas bauen? Mit Sand wird es gehen. So ein kleines Sanddingens. So, so, so. So, so und so. Ja, so eine kleine Treppe halt, ne? Zack, zack. Wow. Natürlich, ich fahre gleich wieder runter auf die andere Seite. Das fängt schon gut an. Das fängt schon ganz, ganz super an. So. Da die Glashäuser eigentlich ein kleines Vordach hätten, so, müsste ich auch hier ein kleines Vordach machen. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das so nicht ganz klappt. Wobei, das wird vielleicht gar nicht so deppert ausschauen. Warte mal, vielleicht ist das sogar. Nein! War. Ja, ich werde sterben. Das glaube ich nämlich auch, ja. Wenn ich so weitermache. Das wird vielleicht gar nicht so dumm ausschauen. Und dann? Wie klappt das dann mit dem Schießen? Ah! Okay. Okay. Ja, das schaut aber komisch aus, oder? Schaut schon komisch aus, finde ich. Muss ich mir mal kurz am Kopf kratzen. Scharf. Da wäre es vielleicht hübscher. Wartet mal ganz kurz. Ich probiere jetzt. Ich probiere jetzt einfach nur ein bisschen rum. Ich weiß, ich bin schon wieder lästig, was das betrifft, aber ja, ich probiere jetzt einfach mal. Wie wäre es, wenn wir das so machen? Ah, das nimmt das so gar nicht. Das muss eine Scheibe sein. Aha. Das muss eine Scheibe sein. Gut. Das muss man auch wissen. Das muss man auch wissen. So. Ich teile das jetzt mal ein bisschen.
Habe ich sowas als Scheibe? Nicht wirklich. Na, ist wurscht. Ist egal, dann lassen wir das so. Dann lassen wir das so. Aber irgendwie schaut das komisch aus, von der Seite aus. Ich glaube, ich werde das da unten ganz wegmachen. Warte. Na, ja, so geht's auch. Wusch, wusch. So. Ich werde doch eins oberhalb beginnen. Ich werde es versuchen. So. Ist immer halt zum Herumprobieren, ne? Wie was toll ausschauen könnte. Ich habe ja keinen Schimmer. Muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Okay, das wird das so gehen. Ich muss ein Stück zurück wahrscheinlich, ne? Ja. So wollte ich das eigentlich haben. Ja. 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 Unter Umständen könnte das was werden, meine Herrschaften. Ja. Okay, da wäre gut. Hü-hüpf. Nein, nicht zwei. Eins reicht. Wow. Wow. Sehr gut. Sehr gut. Das erste Schrägdach quasi haben wir schon mal. Dann wäre es Kamott gewesen, wenn ich noch Holz gehabt hätte, ne? Warte, ich stütze mich mal darunter. Au. Drei Knöchel gebrochen. So, haben wir noch Holz da? Oh ja. Oh ja, da haben wir noch genügend Holz. Alles gut. Alles fein. Gott sei Dank. So. Dann machen wir mal so. Dann mache ich mal. Ich habe keinen Platz. Machen wir mal kurz so. Warte, ich tue die Schere weg. So. Dann kann ich nämlich. Ja, schön die Schräge weitermachen. Na, ich glaube, das wird so sogar besser ausschauen. Bin ich, glaube ich, schon fast überzeugt. So. Ruck, ruck, ruck. So. Nicht wundern, das schaut jetzt komisch aus, was ich hier so mache. Ja, und natürlich stürze ich wieder runter, ist eh klar. Weil es halt auch ein bisschen leckt wieder. Ich habe nur 6 FPS, mir ist der Wahl nicht. So. Ich wollte eigentlich das Ganze wieder so machen. Also einfach eines höher. So. Einfach eins höher. Na, so wollte ich das nicht haben. Hallo. Herrschaftszeiten. So, ich muss mich umdrehen. So ist besser. So. Das repariere ich gleich mit dem Glas. Wartet's mal. Das machen wir gleich. So. 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 Und so. Und da kommt jetzt eben die nächste Schicht von diesen Dreiecksdingern hier drauf. Horuck. Jawohl. Jawohl. So muss das ausschauen. Oh Gott. Ich habe immer ein bisschen Schiss, dass ich runterfalle. Ja. So, 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 so und so. Horuck. So. Genau. Und dann hier eben wieder die nächste Holzschicht. So. Das wird dann alles, also keine Sorge, das Holz kommt wieder weg, ne? Also das ist jetzt nur momentan, weil ich eben das brauche für die Schräge des Daches. Ich hoffe, ich krieg's spitz hin. Ich habe, glaube ich, eine gerade Anzahl genommen, ne? Wahrscheinlich klappt das jetzt gar nicht, wie ich das eigentlich wollte. Dann ist halt oben ein kleines Stück so flach wie hier vielleicht. Schauen wir mal. Wow. Wow. Ja, natürlich. Den Sand haue ich weg. Warte. Eine Leiter wäre auch Kamott. Ich könnte eine Leiter machen. So. Und so. So. So, so. So, so. Und das können wir eigentlich schon wieder weghauen. So, ganz vorsichtig. Das brauchen wir schon nicht mehr. So. Auch das hier kann man schon weghauen. Ja, genau. So. Weil da kann ich nämlich oben hin wieder eine normale Scheibe verwenden eigentlich. Außer ich mache hier. Ah, ich kann innen eigentlich auch noch eine Schräge machen. Nein! Was machst du da, Zocki? Das weiß ich doch nicht. Aber hier könnte ich einen ganzen Block verwenden. Man sieht es dann ja eigentlich nicht. Hier am Rand nur, ne? Eine normale Scheibe und bis dahin wieder so ein Dreiecksdings.
Dingens, Dings. Super, echt fein gemacht, Zocki. Echt, kann man nur gratulieren. Klappt das jetzt so? Na, natürlich nicht. Ist ja klar. Ja, Grummel. Drei. So. Dann hier nochmal. Eins, zwei, drei. So. Dann machen wir das hier mal hier kurz. So. Das habe ich echt wieder super hinbekommen. Kann ich gar nicht... Wow, ich werd gleich sterben. Habe ich das Gefühl. So. Ach ja. Fräulein Ungeschickt. Ich werde meinen Kanalnamen ändern in Fräulein Ungeschickt oder so. Das habe ich euch schon mal angekündigt. Es würde ja passen, ne? Ist ja nicht so, dass es nicht passen wird. So. Zack, 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 zack. So, jetzt wäre es mal dann langsam gut, von der anderen Seite das zu machen. Geht das noch? Kriege ich hier noch einen Block rauf? Jawohl. Sehr gut. So. Okay, hier wird es schon schwer. Oh Gottchen. Das wird wehtun. Autsch. Ah, okay, geht. Na komm. Einer geht schon noch. So, nur mal hier kurz. Ich mache das trotzdem noch mal kurz mit Holz. So, dann die Seite wäre schon gut machen. So, dass ich mal ein Gefühl bekomme. So, wie das dann zusammenpasst. Na komm. Hoher Ruck. Jawohl. Oh Gottchen. Oh Gottchen. Oh Gottchen, das ist so steil hier. La da da. Hüpf. Jawohl. So. Wah, Gottchen. Langsam. 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 Ja, der geht noch. Komm, Horuk. Jawohl, sehr gut. Das haben wir schon mal. So, dann haben wir die nächste Holzschicht. Zack. Ha, ja. Ach, du liebe Zeit. So, halt. So, und so. Und der kommt hier hin und da ist noch einer. Und jetzt wird es wieder dunkel. Ich glaube, wir legen uns wieder hin. Ah, ich glaube, ich habe gerade meine Treppe verbaut, ne? Schlau, wie ich bin. Weißt du was? Ich mache hier einfach, wenn es klappt, ich habe nur mehr eine Fackel. Obwohl doch, da sind noch mehr Fackeln. Wartet mal ganz kurz. Vielleicht kann ich nur mal so ganz kurz provisorisch ein paar Fackeln daher klatschen, so wie die hier. Und ja, da drüben, wenn es geht, zack, zack, zack. So, vielleicht, so, so und so von mir aus. Ich glaube, jetzt sieht man wieder was, ne? Gut. Ja, halt, nicht zwei, einer reicht. Sehr gut. So, wieder festhalten. So, und so. Ach, ich bin nicht froh, wenn das fertig ist. Jojojoj. Langsam. So, 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 und so. Sehr gut. Dann. Zack. 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 Der noch. Und der letzte. Sehr gut. Und nochmal die Dreieck. Ja, und wie ich sehe schon, ich habe es befürchtet, ne? Ja, sehr gut. Geht sie leider nicht ganz aus, dass ich eine perfekte Spitze zusammenkriege. Das heißt, wir werden hier aber trotzdem solche Würfel verwenden, aber nicht. Achtung. So, nicht die. Na komm. Nicht die Dreieckswürfel-Dingens. Dreieckswürfel, genau. Dreiecksdinger, sondern wirklich den Würfel. Den haben wir da. So. Genau. Zack. 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 Nochmal. Nein, nicht auf, nicht oberhalb, sondern. Genau, so. Ist halt ein bisschen gerade hier, aber macht ja nichts. Ist doch ein modernes Glashaus. So. So, ja.
Richtig, und jetzt da färben wir das Ganze ein. Und Anführungszeichen färben mit. Habe ich jetzt den Würfel oder die Scheibe? Ist das richtig so, was ich da mache? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das so passt. Also hier am Rand zumindest schaut es gut aus. Na, was machst du denn da? Das heißt, das Einfärben, Freund. So. So. Nur ganz oben bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da werde ich wahrscheinlich was anderes noch machen müssen. Habe ich jetzt gerade wieder. Aha, okay, die Scheiben verbrauchen sich. Gut, das muss man auch wissen. Das ist jetzt doof, jetzt komme ich da wahrscheinlich nicht mehr hoch. Dann werde ich mir jetzt einfach mal nur so ganz schnell eine kleine Werkbank bauen. Ich weiß, das ist jetzt nicht besonders schlau, aber wir werden so irgendwann mal weiterreisen und dann. Was? Das geht auch? Lol. Ohne Kommentar. So. So. Nur momentan, ganz kurz. So, nur ganz kurz. Sonst klappt das nämlich nicht. Jetzt haben wir's. So, Scheibe, Scheibe, Scheibe. Scheibe, Scheibe. Hä? Warum klappt das jetzt nicht? Das ist doch Glas, oder? Muss das ungeschisseltes Glas sein? Bin ich jetzt doof? Okay. Ich habe gerade keine Ahnung. Irgendwas klappt da gerade nicht. Ich glaube, ich muss wirklich noch mal runter. Machen wir halt. So. Den hauen wir auch sicherheitshalber weg. So. Weil ich das Scheiße gebaut habe. Und dann hupfe ich noch einmal darunter. Au! So. Und ja, muss dann leider hier wieder hoch. Ja, es. Oh, der Part ist auch schon wieder zu Ende. Meine Güte, das dauert jetzt wieder lang, ne? Entschuldigung, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Profis können das natürlich perfekt. Ich bin kein Profi. Das habe ich leider, also das habe ich eh schon mehrmals angekündigt. Tut mir sehr, sehr leid. Der ist auch erwachsen geworden. Erdbeere! Erdbeere? Na, Trauben. Trauben, was haben wir hier? Brombeer, ich werde gleich sterben. Oh weia, ich hätte es fast übersehen. Moment, ich muss schnell was essen, bevor es echt soweit ist. Mahlzeit. So. Runter damit, ganz schnell. Puh, das war jetzt echt knapp. Alter, ich hätte schon wieder übersehen. Und ja, muss dann schnell mal ein bisschen Marmelade oder was machen. Wie schaut es mit dem Salat aus? Der ist auch fertig geworden. Super. Gib her. Salat. Er hat keinen Platz mehr, ne? Doch, sicher. Hallo? Geht ja. So. Und dann werden wir vielleicht auch bald wieder was kochen müssen. Nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher. Vielleicht machen wir das so einen köstlichen Salat oder haben wir Zucker? Wir haben Zucker. Wir haben noch drei Marmelade, das geht sich aus. Da bin ich jetzt etwas stur. Und fischen müssen wir dann auch wieder bei passender Gelegenheit. Du liebe Zeit. So. Aber alles der Reihe nach. Ich futter jetzt hier mal die Beeren weg. Da haben wir eh so viele. So. Und beende mal den Part. Und dann im nächsten hoffe ich, dass wir das Dach fertig kriegen. Und dann werden wir mal fischen gehen. Bei der Gelegenheit auch schon mal ein bisschen Wasser mitnehmen. Und so weiter und so fort. Ihr Lieben. Ja, wir haben viel zu tun. Und es war's heute. Also für heute wieder mal. Ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüssi.